Jessica und Johannes lösen bei ihren Followern Hochzeitsspekulationen aus, dass Jessica Paska, 31, und Johannes Haller, 33, heiraten wollen, ist kein Geheimnis. Weihnachten 2020 hielt Johannes ganz romantisch um die Hand seiner Jessica an. Den genauen Hochzeitstermin wollte das Paar aber bislang nicht verraten. Jetzt wundern sich Jessicas Follower allerdings, dass sich die Ex-Bachelorette und ihr Verlobter bei Instagram recht häufig mit mein Mann bzw. meine Frau bezeichnen. Haben die Hochzeitsglocken also längst heimlich geläutet? Jessica spricht jetzt Klartext zu diesen Gerüchten. Warum sagt ihr immer mein Mann und meine Frau, ihr seid doch noch gar nicht verheiratet? Fragt ein Follower Jessica in einem Instagram Q&A. Durchaus berechtigt, diese Frage. Aber Jessica stellt klar, dass sie und Johannes nicht klammheimlich vor den Traualtar getreten sind, Johannes hat damit angefangen und es hat sich einfach so eingependelt, erklärt sie. Wenn die beiden sich als Mann und Frau bezeichnen, ist das momentan noch einfach als Kosenamen gemeint, Jessica freut sich aber schon riesig auf die Hochzeit. Ich kann es kaum erwarten, ganz bald auch ganz offiziell seine Frau zu sein. Wie bald das sein wird, hat Johannes unserem RTL-Reporter Matthäus Ruffer neulich in einem Interview verraten, wie wir im Video zeigen. 2017 kämpfte Johannes bei Die Bachelorette um Jessica Herz, doch er bekam die letzte Rose nicht. Sie entschied sich für Musiker David Friedrich, der inzwischen mit einer RTL-Reporterin liiert ist. Doch im zweiten Anlauf klappte es mit dem Happy End bei Jessica und Johannes doch noch. 2020 gaben live bei RTL bekannt, dass sie ein Paar sind, vor knapp 5 Monaten ist ihr Liebesglück im zweiten Anlauf noch ein bisschen perfekter geworden, denn da kam Töchterchen Hailey Sue zur Welt.